Sollen wir im Basel-Münster die Matchen von der Euro 08 schauen? Sollen die Grossleinwände auf dem Altar stehen? Soll statt dem Pfarrer der Benitonherr seine Stimme in der Heiligen Halle ertönen lassen? Genau das will die Schweizerische Evangelische Allianz an der Euro 08 in 500 Schweizer Kirchen machen, um die leeren Kirchen zu füllen. Der Andi Klossner hat die Basler Kirche gefragt, was sie von dieser Offenbarung halten. So sieht es auf dem Marktplatz aus, wenn die Schweizer Nazi ein WM-Spiel austreibt. Ein Menger Pfarrer könnte ab diesem Abend neidisch werden. Es sind doch viele Kirchen an den Wochenenden nur noch halb voll. Die Schweizerische Evangelische Allianz will jetzt mit Hilfe vom Fußball mehr Menschen in die Kirche holen. An der Euro 08 sollen in 500 Schweizer Kirchen die EM-Spiele live auf Leinwand übertragen werden. Schlachtgesänge aus dem Münster, wie das wohl bei den Leuten auf der Strasse ankommt? Ich bin das einfach, das gehört ja eigentlich nicht in die Kirche. Wir haben genug Plätze, wo wir Fußball schauen können. Ja, also in der Kirche sollte man nicht Fußball spielen. Ich finde es also nicht gerade geeignet, in einem Kirchensaal. Ich habe mir so schnell keine Meinung bilden, müssen mir das ein bisschen mehr überlegen. Aber ich schaue sowieso kein Match, also ich ging jetzt sowieso nicht. Auch der Roger Thirier von der evangelisch reformierten Kirche Basel-Stadt kann sich mit dem Gedanken von einem Münster als Fanmeile nicht anfreunden. Ich glaube weniger, dass das in einer evangelisch reformierten Kirche vom Kanton Basel-Stadt wird stattfinden. Das Projekt nennt sich Kickoff 2008 und wird von über 400 reformierten Kirchgemeinden, Freikirchen und Vereinen getragen. Im OK ist auch der Basler Sportpfarrer Primo Cirincione. Also das Ziel, denke ich, ist, dass wir als Kirche oder als Mitglieder wieder nach außen gehen und versuchen, den Kontakt auch zur Außenwelt wieder herzustellen. Im ersten Moment klingt es komisch. Auf der einen Seite ein besinnliches Gotteshaus, auf der anderen Seite gröhlende Fußballfans. Laut dem Primo Cirincione muss das kein Widerspruch sein. Also das ist ja auch ein bisschen das Ziel von diesem Projekt, dass wir eigentlich auch ein Zeichen setzen wollen, dass die Kirche auch Lebensfreude vermitteln will. Und wir dürfen auch das ausleben. Das Projekt Kickoff 2008 wird hauptsächlich von reformierten Glaubensgruppen unterstützt. In katholischen Gotteshäusern dürfte es während der EM keine Leinwände geben. Das teile ich auch, dass Lebensfreude in der Kirche darf sein und soll sein. Aber ich denke, Fußballübertragung in einer Kirche, das ist in einer katholischen Kirche nicht denkbar, weil für die katholische Kirche sind Kirchenräume nicht einfach nur Versammlungsräume, sondern heilige Orte. Und da passt das nicht ganz dazu. Ich glaube nicht an die Langfristwirkung von solchen Aktionen. Ich glaube nicht, dass Leute, die wegen Fußball in die Kirche kommen, dann wegen der Kirche in der Kirche bleiben. Fußballmatch in einer Basler Kirche wären übrigens kein Novum. Während der WM in Deutschland sind in der Gellertkirche schon Spiele übertragen worden.